Die grün-rote Landesregierung hat den Nachtragshaushalt für 2015-2016 beschlossen. Im Zentrum zusätzliche Ausgaben für Flüchtlinge und die Bekämpfung von islamistischem Terror, dazu auch für Bildung. Zufriedene Gesichter heute bei der Präsentation des lange angekündigten grün-roten Nachtragshaushalts für 2015-2016 in Stuttgart. Die vorausschauende Haushaltspolitik, die wir in den vergangenen 4 Jahren gefahren haben, zahlt sich bei diesem Nachtragshaushalt, der eine Summe von 550 Millionen Euro ausmacht, einmal mehr aus. Sie macht es uns möglich, wichtige und notwendige zusätzliche Ausgaben zu finanzieren und es ohne weitere Kredite aufzunehmen. Und wir setzen damit in erster Linie Bildungsaufbruch um. Konkret. Für bildungspolitische Maßnahmen insgesamt werden 141 Millionen Euro mehr in die Hand genommen. Mehr als 24 Millionen davon fließen in das Thema Inklusion. Den Eltern sollen für ihr Kind die Wahl haben zwischen allgemeinen und den Sonderschulen. Für die Weiterentwicklung der Realschulen sind ebenfalls 24 Millionen angesetzt. In diesem Zuge sollen in 2 Jahren 400 neue Stellen geschaffen werden. Für die verbesserte Unterrichtsversorgung fließen 15 Millionen. 14 Millionen sind für die Digitalisierung im Bereich der Schulen vorgesehen. Sowohl in der beruflichen Bildung mit Lernfabriken für Industrie 4.0 an den Berufsschulen, als auch an den Hochschulen, wo wir das E-Learning und die Zusammenführung von digitalisierter Literatur verstärken wollen, aber auch bei der Schule, denn es geht darum, auch die Schulen mit einer Bildungsplattform auszustatten. Die Mittel für Flüchtlingsaufnahme und Unterbringung werden um 366 Millionen aufgestockt. Aufgrund der stark gestiegenen, in dem Maße nicht vorhersehbaren Zustroms von Flüchtlingen mussten wir da auch in erheblichem Umfang nachführen. Wir stehen in der Pflicht, uns dieser humanitären Verantwortung zu stellen, eben auch finanziell. Gerade beim Thema Flüchtlinge habe man noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, so die Meinung vieler Landesregierungen. Die Konferenz der Kanzleichefs geht davon aus, dass die Flüchtlingszahlen des BAMF zu niedrig sind. Für die Herausforderungen zur Bekämpfung von islamistischem Terror sind 27 Millionen Euro vorgesehen. Das Antiterrorpaket war natürlich auch eine Reaktion auf die abstrakte Bedrohungslage durch die Gefährder im Umfeld des IS, die uns veranlasst haben, dieses Paket zu machen, um dieser sehr großen abstrakten Gefahr zu begegnen. Die Entwürfe des Nachtragsgesetzes und des Nachtragshaushaltsplans gehen jetzt dem Landtag zur Beratung zu.